Das Fahrwerk sieht ja schon stabil aus, ne? Also wenn ihr damit in Afrika war. Ne? Unten mit Gummibändern als Dämpfung. Ja, das kennt der Klaus ganz gut. Die reißen mir nämlich immer, das sind die sogenannten Bungees. Ja? Genau. Habe ich in deinem Video schon gesehen. Ja, alle 2 Jahre muss ich da wohl mal ran. Und ihr seht, diese Technologie ist nicht von Roland erfunden, sondern gibt es schon seit den 30er Jahren. Oder länger wahrscheinlich. Morgen, wir sind wieder an einem Stand und ich habe den Daniel von AeroPS hier. Hallo. Hi Klaus. Schön, dass wir uns mal treffen. Und ich bin super gerne Nutzer von eurem Produkt und an den Flugplätzen, wo ich unterwegs bin, das macht einen Heidenspaß, mit der App zu bezahlen. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Wie ist das entstanden? Also ich habe die Firma ja mit meinem Kompanion Ralf Thurmann zusammen gegründet und wir sind damals zur ungefähr gleichen Zeit auf dieselbe Idee gekommen, weil uns hat das immer genervt, wenn wir irgendwo hingeflogen sind, um zu bezahlen. Da musstest du dann ein Flugzeug verlassen. Teilweise geht der Motor dann auch wieder nicht an, wenn du größere Motoren hast. Ach so, ja. wissen wir alle, einen Warmmotoren zu machen, gerade die 360er und so, das ist immer gar nicht so gut. Aber mich speziell hat es in der Flugausbildung genervt. Mein Fluglehrer ist damals von Boberg mit mir mit dem Motorsegler immer nach Rothenburg-Wümmel geflogen. Ja. Und hat mich dann da mal rausgejagt, um 5 Euro zu bezahlen oder 10 Euro. Dann rennst du da übers Vorfeld und dann bist du im Turm und dann kommst du wieder zurück. Dann bist du nicht mehr konzentriert. Richtig, ja. Und da kam eigentlich die Idee und so haben wir dann mal angefangen mit einer App zum Bezahlen von Landeentgelten. Kommt ihr aus der Softwareentwicklung oder war das ab dem Also Ralf kommt aus der Softwareentwicklung, der hatte vorher eine große Agentur, macht seit 20 Jahren, hat er große Projekte dort gemacht für Audi, für den Bundestag. Ja. Ich persönlich bin Wirtschaftsingenieur, habe zu dem Zeitpunkt, wo wir AeroPS gegründet haben, tatsächlich auch noch studiert. Okay, cool. Genau, ja, das ist mein Background. Und dann habt ihr angefangen und habt so die ersten Plätze Marketing gemacht, dazu den hin, habt ihr das erklärt und ich glaube, Corona hat euch einen riesen Boost gegeben, oder? Ja, wir haben am Anfang tatsächlich das Produkt verkauft, ohne eins gehabt zu haben. Also erstmal mit der Idee dahin gegangen und dann haben viele Plätze damals gesagt, ja, finden Sie gute Idee, startet mal. Parallel dazu hatte Ralf dann das System angefangen zu entwickeln. Ja. Dann sind wir irgendwann an den Start gegangen. Ich lass mich lügen, mit 20 Flugplätzen oder 30. Ja. Und auf einmal gab es die erste Bezahlung. Das war ein ganz großer Moment. Ja. Die erste Bezahlung der App, die hängt noch bei uns im Büro. Also die allererste Rechnung, die jemals über das System gemacht wurde. Ja, das ist ein schöner Moment. Ja, klar. Genau. Super. Ja. Und also als Pilot sehe ich eigentlich nur Vorteile. Es gibt halt Piloten, die haben halt ungern ihre Kreditkarte und so. Das ist halt Deutschland. Ne? Okay. Aber was ist denn der Vorteil von Flugplatzbetreiber, wenn er bei euch ist? Wenn du dir so einen Flugplatzbetrieb mal anguckst, da wird noch relativ viel manuell gemacht für eine Landung, die im Schnitt irgendwie 7,50 Euro kostet. Ja. Und das steht gar nicht im Verhältnis zu dem, was reinkommt. Und auch ein Flugplatz ist ein wirtschaftlicher Betrieb und muss wirtschaftlich denken und handeln. Und wir reduzieren mit unserem System, also nicht nur mit der App, im Prinzip diesen ganzen operativen Aufwand, der anfällt und sind in der Lage, so einen Flugplatz nahezu autonom zu betreiben. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber wir können dafür sorgen, dass sich das Personal eher auf den Service-Gedanken fokussiert, weil sich darum kümmert, dass der Pilot einen Kaffee bekommt etc. und nicht irgendwie Buchhaltung und Abrechnung und Bar. Und Flugleiter, die an Flugplätzen sind, wo viel Traffic ist, die können das, glaube ich, bestätigen. Es ist tierisch nervig, im Funk zu sein, während hinter mir 3 Barzahler stehen und die dann noch abzurechnen. Ja, und er muss eigentlich auch aufpassen, weil er hat ja andere Jobs, ne? Ja. Genau, richtig. Genau. Ja, ja. Okay, und Benzin, also den Sprit abzurechnen, ist auch dazu gekommen irgendwann mal, ne? Genau. Wie viele Plätze machen das? 88 oder knapp 90 inzwischen, die das Tanken aktiviert haben. Ja. Ihr habt das sicherlich mal gesehen, an den meisten Plätzen macht man so ein Foto vom Zählerstand dann läuft die Zahlung dann durch. Wir sind aber inzwischen in der Lage, solche Tankanlagen freizuschalten. Wow. Und da schalten wir jetzt immer mehr und mehr Anlagen an. Du stehst dann an der Tanksäule, nimmst die App, wählst die den Kraftstoff aus, den du tanken möchtest. Und dann springt die Tanksäule an, du tankst. Und wenn du fertig bist mit dem Tanken, den Rüssel wieder reinstellst in den Automat, dann kommt die Rechnung raus für den getankten Betrag.
ist ja langsam dann schon so amerikanische Verhältnisse. Ich habe es nur gehört, ich habe es noch nicht, aber dass man da einfach die Kreditkarte am Flugplatz auch raus, ja. das wär richtig toll. Ne? Ja. Genau, also, aber du brauchst halt als Flugplatzbetreiber nicht so ein Self-Service-Terminal, wie die es in Amerika haben. Ja, das, auch das ist wartungsaufwendig, kostet sehr, sehr viel Geld. Und Funkverbindungen. Und die Tankanlagen, die wir haben, haben meistens gar keine Möglichkeit, da eine Kreditkarte zu bezahlen. Cool. Aber über die Schnittstellen können wir die halt freischalten. Und ist das das große neue Feature oder habt ihr noch was in der Pipeline, wo du vielleicht gar nicht drüber reden darfst? Das ist gar nicht das größte Feature, was neu ist. Das allerneueste Feature, finde ich, ist die Möglichkeit, ohne App zu bezahlen. Wir werden in Zukunft solche Banner an den Flugplätzen aufhängen. Da habt ihr einen Individual-QR-Code drauf, der ist flugplatzspezifisch. Und dieser QR-Code bringt euch auf eine Website. Und auf dieser Website könnt ihr wie in der App bezahlen. Ihr müsst euch dafür allerdings auch gar nicht registriert haben, sondern bezahlt am Ende einfach mit einem Apple Pay oder einer Kreditkarte, die ihr dann eingebt. Ja, wie bei Amazon, wo du quasi auch so ein Checkout ohne Kundenkonto machen kannst. Ja. Ich habe es tatsächlich mal in so einem Restaurant neulich auch gemacht und habe mich auch gewundert, ich muss gar nichts runterladen oder so. Also das ist natürlich toll, weil damit die Leute immer so diese erste Hürde, App und installieren. Und richtig. Und es gibt auch Leute, die wollen nicht überall immer ein Kundenkonto haben und denen wollen wir eben auch die Möglichkeit geben, damit einfach zu bezahlen. Ja, toll. Also ich wünsche euch weiterhin großen Erfolg und dass ihr alle Plätze in Deutschland, ihr seid ja europaweit eigentlich jetzt schon? Genau, also unsere Hauptmärkte sind Deutschland, Frankreich, England. Da fokussieren wir uns im Vertrieb auch jetzt drauf, aber wir sind eigentlich offen für alle Flugplätze. Und das ist das Ziel, wir wollen einen Standard schaffen, möglichst weltweit, zum Bezahlen von Entgelten an Flughäfen. Cool, großes Ziel, aber ich drücke euch die Daumen. Dankeschön. Und vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, Klaus. Alles klar. Ich wünsche dir auch noch viel Erfolg. Danke, danke. Tschüss. Schon direkt das zweite Interview, es ist noch nicht viel los und ich bin hier am Stand von Vimana und GATT und bei mir ist der Tim, der Gründer von GATT und der erzählt uns jetzt ein bisschen was die Firma macht. Guten Morgen erstmal und Entschuldigung für meine Stimme, es sind ein paar lange Messetage immer, wo man viel redet. Wie Klaus schon gesagt hat, ich bin Gründer von GATT, German Aviation Training. Ich durfte Klaus bei mir im BZF-Kurs begrüßen und wir haben das gemeinsam gemacht, als auch in der Sprachprüfung. Er war in Köln bei der Prüfung, hat auch bestanden, wenn ich das sagen darf. Harte Prüfung, aber ich habe bestanden, ja. Und mit meiner Firma biete ich mehr oder weniger Sprechfunkkurse an, AZF und BZF 2 und 1, bereite auf die Prüfung vor. Und das Ganze dann natürlich online über Zoom. Wie schon gesagt, Zoom, Klaus kann da bestimmt ein bisschen was mehr dazu erzählen. Er hat das Ganze aus der Schülerperspektive erlebt, mir aus der Lehrerperspektive hat es sehr viel Spaß gemacht. Sowohl die Vorbereitung fürs BZF als auch die IKEA-Sprachprüfung, die er bei mir abgelegt hat. Ja, es hat viel Spaß gemacht, aber es ist natürlich schon anspruchsvoll. Und wenn man es in Englisch macht und eine längere Zeit dann halt das BZF 2 in Deutsch zurückliegt, aber der Tim nimmt einen so gut mit und das macht so viel Spaß und er ist nicht der Oberlehrer. Ich musste mich erst ein bisschen daran gewöhnen, dass du so jung bist und jung ist mir das beibringt, aber das so professionell und gut vorbereitet. Wir haben auch die Texte natürlich mal durchgesprochen und so, da war jetzt bei mir nicht das Problem, glaube ich. Ne? Da musste ich ein bisschen nur Vokabeln lernen, aber das ist alles mit drin und man ist eigentlich super gut vorbereitet. Danke. Insbesondere wird auch auf die jeweiligen Locations eingegangen, wie heißt das, die Prüfungsstellen? Die Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur, wo man hingehen muss, genau. Ja, weil jede Bundesnetzagentur hat so ein paar kleine Eigenheiten, wo man eben wissen muss, um eben perfekt vorbereitet zu sein. Und das behandeln wir natürlich im Kurs genauso. Genau, und dann gibt es nach der Prüfung redet man auch nochmal miteinander. Und wenn man nett ist, schreibt man auch nochmal ein Protokoll, dass die nächsten Schüler auch Bescheid wissen. Das hilft wirklich sehr. Ja, und ja, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich glaube, du hast auch irgendwie so einen Messerabatt oder was? Ja, genau. Wenn man hier mal diesen Rabattcode hier nimmt auf dem Flyer Aero 15 GATT, bekommt man 15% Rabatt auf alle GATT-Kurse, AZF, BZF und ICAO-Vorbereitungskurse, falls man noch mal ein bisschen Nachhilfe im Aviation English braucht, um eben auf die ICAO-Prüfung gut vorbereitet zu sein. Ja, und ihr müsst auch wirklich nicht in den Süden von Deutschland fahren. Es geht alles heute online. Alles mit Zoom, alles, wie wir das in der Corona-Zeit gelernt haben, alles easy. Vielen Dank, Tim. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, Klaus. Ja, schöne Messe dir noch. Ja, und erfolgreichen Messestand noch. Dankeschön, bis bald. Danke.
Ich weiß ja nicht, ob ich in der Schule richtig aufgepasst habe, aber muss das nicht Wirt-Pilot werden heißen? Werde-Pilot, Wirt-Pilot? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Am Stand vom Aero-Kurier warte auf die Kollegen von der Piloten-Lounge, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir machen ein kleines Podcast, habe ich auch noch nie gemacht, ohne Kamera, nur mit Ton. Ich halte euch ein paar Eindrücke gleich noch fest. Stellt euch doch mal eben kurz vor, damit das meine Viewer auch wissen, was ich jetzt gleich mache. Ach so, ja. Ja, ich bin Fritz von der Privatpiloten-Lounge vom Podcast. Ja. Und wir sind hier heute zusammen mit meinem Co-Moderator, dem Johann. Ja. Und sind glücklich, dich getroffen zu haben. Gut, dann legen wir mal los. Ich habe das noch nie gemacht, aber es wird ja auch ein Videopodcast. Dann ist das genau. So ein bisschen, kenne ich mich vielleicht aus. Alles klar. Hallo Patrick. Hallo. Du hast mich eingeladen hier zu eurem Stand, ich muss es tatsächlich ablesen, Förderverein historischer Flugzeuge im Kreis Böblingen e.V. Genau. Und wolltest mir was zu der Person Klemm erzählen und zu eurem schönen Flieger, den ihr stehen habt. Genau, also wir sind quasi das Erbe von Hans Klemm Flugzeugbau in Böblingen. Hans Klemm war ein Flugzeugkonstrukteur, eigentlich ein Brückenkonstrukteur, der dann quasi zu Zeppelin kam, hier bei Zeppelin in Friedrichshafen die Firma mitgeleitet hat, in der Konstruktion war. Von Zeppelin ist er dann zu Daimler gegangen, nach Sindelfingen, war dort dann leitender Konstrukteur im Flugzeugbau und dann hat sich Daimler mit Benz zusammengetan. Dann wurde beschlossen, wir machen keine Flugzeuge mehr, sondern nur noch Pkw-Geschäft. Daraufhin hat sich Klemm selbstständig gemacht mit seinem Klemm Leichtflugzeugen. Er hatte die Idee von einem Volksflugzeug für jedermann mit sehr, sehr leichter Konstruktion. Heutzutage würde man sagen Ultraleichtflugzeuge. Und ach so, ist der Vorläufer eines Ultraleits. Genau, für Klemm. Cool. Er kam aus dem Brückenbau und er hat immer gesagt, die Flugzeuge sind zu schwer, zu große Motoren. Man braucht das für die Allgemeinheit, was Kleines, was Leichtes. Und daraufhin hat er quasi die Klemm Leichtflugzeug GmbH gegründet. Und hier ist jetzt die Klemm 25 von 1934. 1934. Wow. Das drittälteste noch zugelassene und flugfähige Flugzeug Deutschlands. Wir sind mit diesem Flugzeug am Montag hier auf die Aero geflogen. Respekt. Wir sind in Eutingen stationiert, in Echo Delta Tango Echo. Ja. In der Nähe von Böblingen. Böblingen waren auch die Werke von Hans Klemm. Also wie ich sehe, ist das ja eine klassische Bauweise mit Spanten und Bespannt dann, ne? Genau, ist ein bespanntes Flugzeug, komplette Holzkonstruktion. Holzkonstruktion, okay. Und sehr, sehr leicht gemacht. Also hier seht ihr das Holz. Faszinierend. Pilot sitzt immer hinten. Sitzt hinten, genau. Ja. Und die 80 PS sind wirklich die Original 80 PS. Da habt ihr jetzt nicht irgendwie eine. Genau, das ist der Originalmotor, der hier verbaut ist in diesem Flugzeug, 1934. Dieses Flugzeug ist eigentlich komplett original. Es wurde von uns nur an den Stellen ausgebessert, wo es halt wirklich ausgebessert werden müssen. Ja. Ansonsten, klar, es wurde ein Transponder eingebaut. Braucht man heutzutage einfach. Ja, gut. Ja, ihr wollt ja im Luftraum teilnehmen. So, die Kurbel finde ich ja faszinierend. Wird er da wirklich mit angeschmissen? Also normalerweise schmeißen wir mit dem Propeller an, ist wesentlich einfacher, aber je nachdem, wie das Flugzeug dann tatsächlich steht, nimmt man die Kurbel, die ist an der Kurbelgehäuse dran, fängt an zu drehen und dann durch die Eigenrotation springt dann der Motor dann auch an. Aber ja, man kann es mit der Kurbel anmachen. Ist ein Viertakter, oder? Viertakter, ja. Viertakter, okay. Das Fahrwerk sieht ja schon stabil aus, ne? Also wenn ihr damit in Afrika war. Ne? Unten mit Gummibändern als Dämpfung. Ja, das kennt der Klaus ganz gut. Die reißen wir nämlich, das sind die sogenannten Bungees. Ja? Genau. Habe ich in deinem Video schon gesehen. Ja, alle zwei Jahre muss ich da wohl mal ran. Und ihr seht, diese Technologie ist nicht von Roland erfunden, sondern gibt es schon seit den 30er Jahren. Oder länger wahrscheinlich. Und was musst du, also du hast für die Maschine hast du ein PPL. Ja? Genau. Und dann eine Einweisung. Und dann Spornrad-Einweisung. Spornrad-Einweisung. Und kriegst du dann ein Type-Rating dafür? Nee, ganz normal Single-Engine. Single-Engine, okay. Cool. Ja, super. Vielen Dank. Sehr gerne. Hat mich gefreut, dass du vorbeigeschaut hast. Gerne, gerne.
helfen beim Standabbau. Gleich ist alles weg. Na, nichts mehr da. Nur noch der Flieger und der Anhänger. Hi, das war die Aero 2023. Alles ist schon abgebaut. Ich habe beim Frank noch ein bisschen mitgeholfen. Und ihr seht auch noch ein bisschen, wie er rausgefahren ist. Den Flug wird er euch selber zeigen. Und naja, vier schöne und anstrengende Tage. Ich habe viel gesehen, habe viele Leute kennengelernt. Einige von euch haben mich angesprochen, war sehr nett. Alles gut, renn hier den Tisch um. Und ja, ich muss heute nicht zurück. Ich habe mir noch den Abend genommen. Ich fahre morgen gemütlich zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die vier Videos und insbesondere heute nochmal mit den drei Interviews und ja, selber interviewt worden. Alles gut, hat mir Spaß gemacht. Ich mache jetzt aber 2-3 Tage YouTube-Pause. Erstmal wieder ankommen und ja, demnächst wieder in der Luft, oder? Bleibt mir treu, bis dann.